TV1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Bundestagswahl am 26. September soll die Weichen für die Zukunft stellen, denn es stehen große Veränderungen an für Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu gehören die Digitalisierung und der Weg hin zur E-Mobilität und erneuerbaren Energien. Diese Veränderungen sozial gestalten will die SPD. Jetzt trafen sich auf Einladung des DGB Baden-Württemberg Betriebs- und Personalräte mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz und dem SPD-Landesvorsitzenden Andreas Stoch. Kanzlerkandidat Olaf Scholz stellte sich im Gespräch den Betriebs- und Personalräten des Landes Baden-Württemberg. Die Gewerkschaften hatten vorher klare Wünsche formuliert. Eine gerechte Gesellschaft, die solle sich in einer gerechten Rente und in mehr Mitbestimmung in den Betrieben äußern. Der DGB stehe zur Klimaneutralität. Ja, aber es muss sozialverträglich stattfinden. Und sozialverträglich heißt auch im Betrieb, die Arbeit wird sich verändern in viele Bereiche. Das bedeutet für uns, wir müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitnehmen. Und da ist die Frage der Fortweiterbildung ein ganz wichtiges Instrument. Auch sollten die Kosten der Zukunftsinvestitionen vor allem die finanziell Bessergestellten tragen. Wünsche, die bei Kanzlerkandidat Olaf Scholz Unterstützung fanden. Alle wüssten, dass Veränderungen stattfinden, sagte er. Und alle wollten, dass man sich jetzt darum kümmere. Und da ist Respekt eine ganz entscheidende Frage. Ein ordentlicher Mindestlohn, stabile Renten. Zwei Dinge, gegen die CDU/CSU sich ganz entschieden positionieren. CDU/CSU wollen keinen besseren Lohn für Leute, die wenig verdienen. Sie sind gegen den Mindestlohn und sie sind gegen ein stabiles Rentenniveau. Das wollen sie nicht garantieren. Der SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch betonte, seine Partei werde dafür sorgen, dass kein Mensch den Anschluss verpasse und die Gesellschaft zusammenhalte. Wir werden in den nächsten Jahren als Gesellschaft, als Wirtschaft einen Veränderungsprozess haben, weg von fossilen Energien. Das ist ein Riesenumbauprozess. Aber wenn wir nur über die technische Seite sprechen, vergessen wir die Menschen. Die Menschen, die heute ihre Arbeit haben, die ihr Geld verdienen in den bisherigen Technologien. Und die müssen auch in der neuen Arbeitswelt ihren Platz finden. Das gehe aber nur mit Bildung und speziell mit Weiterbildung. Dies sei der Schlüssel für den Zusammenhalt der Gesellschaft, sagte Stoch. In Pandemiezeiten fühle man sich, egal ob getestet, genesen oder geimpft, im Freien am wohlsten, erklärte die Tübinger Sozialbürgermeisterin Daniela Harsch. Deshalb will die Stadtverwaltung die Tübinger Gastronomen unterstützen und dafür sorgen, dass die Außenbewirtschaftung auch im Winter unkompliziert und ohne zusätzliche Kosten möglich ist. Bis zum 18. Oktober können Gastronomen, die Außenbewirtschaftung auf öffentlicher Fläche mit Pavillons betreiben möchten, einen entsprechenden Antrag stellen. Bei der ersten Regierungspressekonferenz nach der Sommerpause in Stuttgart kamen viele Themen auf den Tisch. So kündigte Gesundheitsminister Manfred Lucher unter anderem die neue Corona-Verordnung für Donnerstag an. Dann soll es ein neues dreistufiges Warnsystem geben, das die Belegung der Intensivbetten berücksichtigt. Auch die Haushaltsberatungen und das Thema Katastrophenschutz inklusive des geplanten Ausbaus des Sirenennetzes waren ein Bestandteil der Konferenz. Zudem stellte Innenminister Thomas Strobel ein neues Maßnahmenpaket vor, um verstärkt gegen Hass und Hetze vorzugehen. Einen ausführlichen Bericht dazu sehen Sie morgen bei uns in den Nachrichten. Der Busstreik in Baden-Württemberg ist in vollem Gange. Heute fand der Hauptstreiktag statt. Erneut blieben dabei hunderte Busse im Land in ihren Depots. Bei einer Kundgebung in Stuttgart kamen über 700 Streikende aus dem ganzen Land zusammen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Gestreikt wird unter anderem für die Bezahlung von Standzeiten. Die nächsten Gespräche mit dem Arbeitgeber sollen am 21. und 22. September stattfinden. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.